Bezüglich der Erfolge bei der Bombardierung des IS in Syrien sind sich Präsident Obama und sein Top-General uneins. Wir treffen den IS härter denn je. Bisher hat der IS etwa 40% der bewohnten Gebiete verloren, die er zuvor im Irak kontrolliert hat. Und er wird noch mehr verlieren. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich mit unseren Fortschritten bisher nicht zufrieden bin. Und das werde ich auch nicht sein, bis der IS besiegt ist. Der Politikkommentator und Autor John White denkt, die USA übertreiben ihre Erfolge im Kampf gegen die Terrorgruppe. Präsident Obama ist zunehmend verzweifelt. Der Angriff in San Bernardino hat den Druck auf seine Administration verstärkt. Und er wirft ernste Fragen auf, inwieweit Amerikas Bemühungen erfolgreich sind. Wir wissen, dass sie den IS nun angeblich seit den vergangenen 15 Monaten bombardieren. Mit wenig oder gar keinem Erfolg, wenn man bedenkt, dass der IS in dieser Zeit Palmyra und andere wichtige Teile im Land einnehmen konnte. Russland hingegen hat in den vergangenen 3 Monaten die Lage wirklich verändert. Die Russen haben begonnen, die Konvois des illegalen Ölhandels zwischen Raqqa und der Türkei anzugreifen. Diese wurden von den USA und ihren Alliierten nicht weiter belästigt. Wir haben die absurde Situation, in der 2 komplett verschiedene internationale Koalitionen in Syrien einen Krieg gegen den IS führen. Und diese Situation kann so nicht weitergehen. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass sich etwas entscheidend ändert. Die er zuvor im Irak kontrolliert hat. Und er wird noch mehr verlieren. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich mit unseren Fortschritten bisher nicht zufrieden bin. Und das werde ich auch nicht sein, bis der IS besiegt ist. Der Politikkommentator und Autor wirklich verändert. Die Russen haben begonnen, die Konvois des illegalen Ölhandels zwischen Raqqa und der Türkei anzugreifen. Diese wurden von den USA und ihren Alliierten nicht weiter belästigt. Wir haben die absurde Situation, in der 2 Komtur John White denkt, die USA übertreiben ihre Erfolge im Kampf gegen die Terrorgruppe. Präsident Obama ist zunehmend verzweifelt. Der Angriff in San Bernardino hat den Druck auf seine Administration verstärkt. Und er wirft ernste Fragen auf, inwieweit Amerikas Bemühungen erfolgreich sind. Wir wissen, dass sie den IS nun angeblich seit den vergangenen 15 Monaten bombardieren. Mit wenig oder gar keinem Erfolg, wenn man bedenkt, dass der IS in dieser Zeit Palmyra und andere wichtige Teile im Land einnehmen konnte. Russland hingegen hat in den vergangenen 3 Monaten die Lage. Bezüglich der Erfolge bei der Bombardierung des IS in Syrien sind sich Präsident Obama und sein Top-General uneins. Wir treffen den IS härter denn je. Bisher hat der IS etwa 40% der bewohnten Gebiete verloren.